Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf dem Kanal Kids Incredible mit dabei. Und zusammen gucken wir uns drei Girlgroups an aus drei verschiedenen Ländern. Und zwar haben wir aus Thailand, also T-Pop, haben wir Pixie mit dem Lied Mutelu. Und danach haben wir Bonbon Girls aus China. Und danach haben wir Aespa mit dem Lied Savage aus Korea. Genau, ich fange auch mit Pixie an. Bin sehr gespannt, das ist jetzt deren zweites MV. Das erste MV war ja Dead, hat mir sehr gut gefallen. Richtiges Ohrwurm. Bin gespannt, wie das hier sein wird. Und dann würde ich auch sagen, let's go! Bin echt gespannt. Oh, interessant. Okay, das Video sieht schon mal echt gut aus, vielversprechend. Ich mag dieses Gebiet. Coole Haare. Ey. Schöne Outfits und Schmuck. Sehr schön aus. Starkes Musikvideo. Ich find's echt nice, dass wir verschiedene Szenen haben und nicht mehr toll aus. Feiern mit deren Style. Richtig schön gemacht. Krass. Ehrlich gesagt freut mich das echt, dass sie so eine Steigerung haben, die echt geil ausfällt. Liken wir und gehen rüber nach China. Bonbon Girls, irgendwas mit Autumn war das. Also Herbst. Bin gespannt. Okay, vom Style her sieht es schon so traditionell. Ja. Oh, schön mit den Perlen. Guck mal, wie die Kleidung aussieht. Sehr schön, so detailreich. Oh, voll die Hübschen. Die könnten locker so in
C-Drama mitspielen. Das ist vielleicht von einem Drama. Oh, das weiß ich nicht. So ruhig. Oh. Mit trotzdem Instrumenten. Das ganze Style. Hervorragend. Komplett was anderes aus wie die letzten Lieder von dem Choreo. Wow, wie hübsch die aussehen. Ja, hast du schon, ne? Warren, ja. Also kurze Info, 6 Monate hat sich Chinesisch gelernt. Und Barbara sagt dann. Ja. Man möchte so gerne dort sein. Talentiert Bonbon Girls ist, dass die auch anderes machen können, auch so auch traditionellere Sachen. Finde ich richtig toll. Das ist schön. Anderer Musikstil als sonst, aber echt schön, echt interessant, fand ich. Cool. Leiten wir und gehen rüber zu Aespa. Oh, die sind sogar Nummer 4 in den deutschen Trends. Mit dem Lied Savage. Let's see. I'm on the next level. Wird wahrscheinlich abgelöst jetzt. Oh, die Schlange. Gosh, don't you know I'm a savage? I'm a killer, nor killer. 아직도 가리고 환각을 펼친 너 fella. We holla, 두렵지 않아 너 no hit too harder. 날 믿어 너를 fake on me. 제가 어헨이 지니어스 멤버? 준비가 안 된 무대로 뭘 I'm a fake on me. Got everybody mock up to me. 치를 느끼게 멘탈을 흔들어 놔. 싸늘한 관절 무너져 I can't no more tell my say no. Ja, so Boy Group
Kameraarbeit, aber typisch SM Entertainment. Echt nice. Diesen ruhigen Part mag ich auch eigentlich. Richtig toll gesungen. Deren Avatar, ne? Auch hier finde ich das so interessant, so verschiedene Musikstyles irgendwie. Wie bei Next Level. Aber nicht so krass wie bei Game. Aber ist schon ein catchy Lied. Wieder so ein addictive Song wahrscheinlich. Wird im Kopf bleiben. Egal ob man ihn mag oder nicht. Aber videotechnisch wieder Bombe. Dazu, guck mal. Was? 4 Minuten hat es gedauert? Das ist gar nicht so angefühlt. Wow! Ach, sogar dein erstes Mini-Album. Ja. Muss man auch die anderen Lieder mal auch anhören. Richtig nice. Liken wir auf jeden Fall auch. Hat mir auch gefallen. Also alle drei Girlgroups haben mir echt sehr gut gefallen. Alle drei Girlgroups in deren eigenen Art richtig toll gemacht. Tolle Musikvideos. Könntest du dich entscheiden, welches dein Nummer 1 ist, oder ist es eher schwer? Ich glaube tatsächlich Aespa. Aespa? Mhm. Ich schwanke zwischen Pixie und Aespa, ehrlich gesagt. Weil Pixie hat mich auch umgehauen. Und ja, oh, ich fand alle gut. Und ja, das in Bonbon Girls war von der Art her anders, aber war echt sehr schön anzuschauen, anzuhören. Jetzt nichts, was ich jetzt öfter anhören würde, aber war trotzdem sehr schön anzuhören. Dafür, dass ich eigentlich keine Balladen mag, fand ich es doch sehr schön. Das Lied. Ja. Vor allem das Video war super. Wahrscheinlich auch, weil sie das Traditionelle eingebracht haben. Dadurch wird es noch interessanter. Richtig schön gemacht. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Schreibt gerne eure Ranking in die Kommentare. Mich sehr interessieren, die zu lesen. Falls ihr weitere Vorschläge habt, auch her damit. Falls ihr mehr sehen wollt, mehr T-Pop, K-Pop, C-Pop Reactions, vergesst nicht zu abonnieren. Und euch auch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. Bye.